Nelkenschlüssel, wofür brauchten wir? Ah, ich weiß, wofür wir den brauchten. Wir müssen jetzt wieder aus der Tür heraus. Nein, da nicht. Auch nicht aus der Tür, sondern, wenn ich mich recht erinnere, aus der Tür. Stimmt's? Oder war das jetzt genau falsch? Das war natürlich genau falsch. Wir müssen nämlich in den Schrankflur. Und hier rüber kommen wir nicht in den Schrankflur. Aber ich glaube hier drüber. Wir haben den Nelkenschlüssel benutzt. Wo ist hier der nächste Speicherpunkt? Ach, scheiß drauf, wir gehen da jetzt durch. Okay, da liegt ein Steinspiegel. Merken, falls mal einer von unseren Leuten seinen verloren hat. Auf dem Foto sieht man was. Das ist ein Baby. Der Boden des Raums ist kaputt und zeigt den Schachrin des alten Brunnens. Der aus dem Brunnen pfeifende Wind hört sich wie ein Wein an. Ein heiliges Grenzseil umrahmt den Brunnen. Vielleicht hat dieser Brunnen eine besondere Bedeutung. Na, Hauptsache, wir müssen jetzt nicht noch gegen Babys kämpfen. Ja, hier kann man sich verstecken, aber es gibt gerade keinen Grund, sich zu verstecken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Schrein. Das ist nämlich gut, weil dann kann ich da auch noch mal speichern. Ey, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viel Parts. Wann haben wir diese Nelkentür gesehen? Bestimmt schon im dritten Part oder so. Wir haben jetzt also über 30 Parts gebraucht, um den Schlüssel dafür zu finden. Das war Yoshino. Und alles, was wir dahinter finden, ist ein Brunnen, den man fotografieren kann. Aber immerhin ein Steinspiegel. Den werde ich da auch liegen lassen, wobei bisher, wie auch immer, nein, hat jeder meiner Karas, mein Kaffee wird kalt, einen Steinspiegel, von daher kann nicht viel passieren. Aber soweit ich weiß, muss Raichan den Endgegner besiegen. Und das ist, glaube ich, kein Instant-Death-Gegner. Deswegen werde ich also den Steinspiegel möglichst für Raichan aufbewahren. Oh nein, es ist wieder schwarz-weiß. Was ist das? Die Luft ist so drückend. Es ist wie eine Art Miasma, ich fühle etwas Merkwürdiges in der Luft hier. Was versiegelt im Haus des Schlafes liegt, was auf der anderen Seite des Spalts liegt. Was kann nur hier drin sein? Ich muss etwas gegen dieses Miasma unternehmen.
oben geht jemand. Ich würde sagen, wir gehen durch den Seiteneingang, wie ich es ursprünglich vorhatte, wo Rachan mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn hier war diese kleine Schreinmaid. Ein schwerer Balken verschließt die Tür zu dem Gebäude, das wie ein Lagerhaus aussieht. Du hast den Balken entfernt. Das kann wahrscheinlich eh nur okay, gut, was wir das gemacht haben. Und der Bubu leckt sich am Sack. Ja, das ist doch schön. Oh, wir sind jetzt hier wieder in dieser Bücherei, im Bücherlager, meine ich, im... Ach, zu spät. Was ist das? Windradschlüssel. Ja, super, da ist doch noch so ein Ding hier. Oben an Mios Gefängnis. Also da in der Nähe. Okay, da weiß ich, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich werde dieses Spiel heute noch beenden, meine Lieben. Es ist jetzt 15 Uhr, also 3 Uhr nachmittags. Und ich werde dieses Spiel heute beenden. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Das war hier und dann hier die Treppe hoch. Nee, der Schmetterling ist hinter uns. Ja, ich wäre nämlich auch falsch gegangen. Man kann beide Schwestern fotografieren. Da musste ich, glaube ich, nicht hin, oder? Doch? Okay. Beim ersten Mal. Wer ruft da nach seinem Bruder? Oh, wir sind hier oben da, wo gerade was runterfiel. Moment, da sitzt doch eine hinter uns, oder? Nee, doch nicht. Ist die auf der anderen Seite? Nee, da wird's schwächer. Also müssen wir wohl nach oben. Aber das blaue Licht kommt von hier, ganz sicher. Ja, das kann ich auch nicht erkennen. Licht der Reinheit. Da ist etwas auf dem Tuch, das auf dem Boden liegt. Es sieht aus wie eine Kerze.
Moment. Es ist wieder hell. Typ 90. What the? Jetzt muss ich mal eben gucken, weil wir haben doch vorhin die Nachricht bekommen, dass wir ein Dingensbummens der Reinheit bekommen haben. Da, das Licht der Reinheit. Wird dein Zustand miasmatisch, wenn die Farben schwarz-weiß werden, werden noch weit gefährlichere Geister von dir angezogen. Wenn du dir das Licht der Reinheit beschaffen kannst, wird dein Zustand, solange es brennt, wieder normal sein. Wenn du die im Anwesen verstreuten Lichter der Reinheit findest, kannst du dein Licht aufladen. Du kannst das Licht jedoch nicht sammeln. Sobald du in die reale Welt zurückkehrst, wird es komplett aufgeladen. Ich habe kein Wort verstanden. Die hat aber dünne Ärmchen. Ich bin auf dem Dach des Schreins. Ich kann das Dach eines Gebäudes, das wie ein Schrein wirkt, auf der anderen Seite sehen. Ist ein bisschen weit weg, aber wenn ich nicht an die Höhe denke, könnte ich wohl hinüberspringen. Aber hier passiert eh sonst nichts. Boah! Nee, wir müssen hier um die Ecke gehen, weil da auch dieser Geist lang gegangen ist. Tja, wo immer derjenige war, jetzt ist er weg. Film Abgrund. Oh, der könnte interessant sein. Vielleicht geht es da um Mio und Mayu. Filmtyp 90. Warum kriege ich den so oft? Hier ist irgendwo ein Geist, aber ich kann ihn nicht sehen. Aber hier liegt ganz viel Zeug und das sammle ich jetzt ein. Wo kommt das denn jetzt her? Ist da in dieser Dingens jemand drin? Wir sind jetzt live dabei, wie eine Priesterin aufgespießt wird. Toll. Wollte ich schon immer mal sehen.
War das jetzt dumm, dass ich die aufgehoben habe? Heiliges Wasser, ja, sehr gut. Aber es gibt hier, glaube ich, keine Türen, oder? Nee. Hier ist eine Grube, aber da hinten war noch ein Gegenstand. Noch ein Steinspiegel. Also wir können das da unten nicht fotografieren. Schade eigentlich. Ich würde jetzt gern speichern, die Zeit und vor allem der Festplattenspeicher läuft mir davon. Noch läuft das Bild zwar in normaler Geschwindigkeit, aber wer weiß, wie lange noch. Ich glaube, es ist überhaupt nicht gut, jetzt hier runterzugehen. Aber ich habe das Gefühl, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Auf dem Buchrücken steht Aufspießen der Seele. Das muss wohl eine Zeremonie sein, die hier stattfand. Aufspießen der Seele. Fließt der Schmerz über den Verlust jener, die auf die andere Seite gewechselt haben, in die Träume, so ist die Welt in großen Schwierigkeiten. Der Verlustschmerz muss der Priesterin als Tattoos gesetzt werden. Geätzt werden. Name? Die Tattoo-Priesterin, der die Schmerzen eingraviert werden, trägt den Schmerz in ihrem Schlaf und lindert die Probleme dieser Welt. Das ist aber sehr nett von ihr. Ich hätte sowas nicht getan. Im Altar sind Kohlebecken und andere Gegenstände esoterischer buddhistischer Rituale angeordnet. In der Mitte steht ein Sockel, der dazu dient, eine runde Platte zu tragen. Darauf befindet sich eine kleine Gravur. Bring den Spiegel mit der Stechpalmengravur der Priesterin dar. Vielleicht kannst du etwas in den Sockel einpassen. Hehe. Zwei von denen ist aber gemein. Ja, auch noch beide auf einmal. So, aber jetzt können wir den Steinspiegel eigentlich nehmen, weil ich weiß ja jetzt, dass oben einer ist. Boah, Kay, schrei nicht immer so rum. Das ist geil. Während man die eine bearbeitet, taucht die andere auf. Ich habe nur noch 11 Fotos von Typ 61, aber ist mir egal, ich werde den jetzt brauchen.
Ey, die sind so scheiße. Und Kay hat Reflexe wie, weiß ich nicht, ein Greif. Ja, jetzt geht auch noch das Licht aus. Ja, ich hätte jetzt einen Zero-Film machen wollen, aber ich musste jetzt erstmal weg hier. Okay, die erste ist schon mal hinüber. Und die zweite ist auch hinüber. Und ich habe den Steinspiegel nicht gebraucht. Wie geil ist das? Ich habe versucht, den Wandschirm zu öffnen, aber er ist befestigt und ich kann ihn nicht bewegen. Hinter dem Wandschirm befindet sich eine Art Steinbett. Am anderen Ende sehe ich eine Tür, die weit in den Schrein hineinführt. Du kannst den nicht öffnen, ich weiß. Ja, ich möchte gerne speichern. Bitte. Ja, wir sind jetzt im Innenhof vom Schrein. Und jetzt wird Ray wach, bitte. Ja, Gott sei Dank. Ich habe nämlich jetzt kein Heilmittel verschwendet. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Ich habe ein bisschen Film verschwendet, aber das macht nichts, denn Kay ist echt schwach und diese Mädels waren echt stark. So, Leute, Filme entwickeln, lesen und alles andere tun wir im nächsten Part, denn, oh Gott, meine Platte ist so voll.